das Kerlchen. Gewitztes Kerlchen, muss ich schon sagen. Und ja, er kriegt jetzt mal einen Ziegen. Und Fossilienmarkt? Nein, da will ich auf jeden Fall nicht hin. Unsere Forschungsteam warten darauf. Ja, okay. Gucken wir mal. Sicherheit. Stufe 3 Zaun empfohlen für gefährliche Dinosaurier. Ja, würde ich gerne. Geht jetzt aber nicht. In der Nähe befindliche, die werden von diesem Gerät abgeschreckt. Würde ich, wenn schon im Umlauf des Parkes mal, also des Parks machen, also sprich, ja, da wo die Besucher überall hingehen. Im Moment 2000. Gut, erhöht die Sicherheit im Park. Na gut, ist ein Monat, kaufen wir das mal. Wir müssen ja dafür sehen, dass die Besucher nicht gefressen werden oder versnackt. Ja, ja, schon gut, schon gut. Ihr kriegt eine Aussichtsplattform. Meine Fresse. Kiddies. Echt mal. Kiddies. Oh, Mann. Ehrlich mal, das ist manchmal richtig stressig mit den ganzen Leuten hier. So, erstmal hier. Und so. Sollte ich dann die anderen Sachen hier wegmachen, die zusätzlichen? Ich glaube eher nicht. Da könnte ich was anderes machen. Muss ich erstmal gucken. Einrichtung? Nein. Das hier vielleicht. Ach verdammt, kann ich mir nicht mehr leisten. Okay. Und? Wo ist dieser Dino jetzt hin? Will jetzt ein paar Leute versnacken? Achtung! Ein Sturm nähert sich der Insel. Okay. Darum kümmere ich mich gleich. Zwar sollte ich das nicht machen, aber das letzte Mal war es nicht besonders toll. Achtung! Jurassic Park wird jetzt aus Sicherheitsgründen geschlossen. Wow, von wo kommt das Ganze? Ach ja, jetzt weiß ich es wieder. Ich bin auch zu dumm. Nachricht des Parkverwalters. Ja, genau deswegen sollte man das machen. Okay, gucken wir mal. Wir haben genug Platz. 15 Leutchen sind hier drin. Und hier sind 36. Passt. Warum wir das immer machen sollten, naja, ist halt eine wichtige Sache. Man weiß nie, was passiert. Also ich kann mich das letzte Mal erinnern, ich hatte mal das wunderschöne Problemchen gehabt. Da ist irgendwo ein Blitz eingeschlagen. Ja, das kann schon mal passieren, da ist ein Blitz eingeschlagen. Und toll. Eins der Zäune war richtig demoliert und ein Dino ist ausgebrochen, glücklicherweise nur ein Pflanzenfresser. Den konnte man ja geradewegs noch, wie soll ich sagen, ein bisschen beruhigen und dann wieder zurück ins Gehege tun. Ja, das konnte man machen. Und wir haben insgesamt 7 Dinos. Wir haben von denen noch 2, 60%. Gucken wir mal hier, davon haben wir noch 4. An Kühlung, dann haben wir... Oh, wir haben keine von denen mehr. Gut, dann müssen wir wieder ein paar von denen holen. Also echt. Ja, ja, das ist mein Park. Und die Dinos scheinen nicht gerade... Also dieser hier scheint nicht gerade glücklich zu sein. Dieser Alberto. Mäh, blöde Zicke! Ehrlich gesagt, ich habe da wirklich meine Probleme mit solchen Dinos. Ich hatte mal 2 Dinos gehalten, 2 Tyrannen, Tyrannosaurus, aber die waren sich nicht so ganz grün. Der eine hat den anderen gefressen. Ja, die haben auch einen Hang für Kannibalisches.
Na, schmeckt es, Kollege? Bäh. Höchstwahrscheinlich hast du dermäßigen Mundgeruch. Ja, so sieht's aus. Und meine anderen Angestellten laufen wie verschreckte Hühner herum, wie 100... Oh, na Mann, oh. Okay, gucken wir mal. Ist wegen dieser ausbleibenden Profites in den Quartal ziemlich beunruhigt. Sie sollten sich mehr um ihre... Ja, ist schon klar. Du meine Güte. Oh, ein Tyranno. Gut, machen wir mal. Und verkaufen wir mal den ganzen Scheiß. Dann haben wir 9000 etwas. Gut, ist doch klasse. Ich meine, muss man ja so haben. Und dass für diesen Quartal kein Geld kommt, liegt einfach nur daran, ich mache es aus Sicherheitsgründen. Ich meine, wer möchte schon gerne von einem Dino versnackt werden? Oder, naja, von einem Tornado erfasst? Dringende Nachricht von Dr. Wu. Sie können jetzt folgendes bauen, Sperresignal. Ja, ich wüsste auch, wo wir das alles hier hinstellen. So, was haben wir hier? Ein Ort, an dem sich die müde Besucher ausruhen können. Ja, machen wir das mal. Dann weiß ich, welche Teile hier weg können. Ja, das weg. Ich habe meine Gründe, warum ich das jetzt weg mache. So. Und einmal für einen Fußgängerweg. Et voilà. Naja, sieht dennoch scheiße aus. Ja, ich weiß, mein Park ist nicht besonders toll. Meine Güte. Schreit mich an, quatscht mich voll. Ich weiß, dieser Park sieht scheiße aus. Versucht es mal. Besser. So, was haben wir denn da jetzt noch? DNA-Gewinnung. Ist Tyrannosaurus. Ja, gucken wir mal rein. Ist nichts mit drin. Schade drum. Ich könnte noch ein paar kleine DNA-Spürchen gebrauchen. Nachricht von Dr. Grant. Ach, gut. Und raus mit euch, Leute. Es ist alles vorbei. Alles ist überstanden. So, dann gucken wir, was wir hier gewinnen. Ein bisschen davon. Ja. Na, liebe Leute, ist doch alles gut gelaufen. Ich meine, da drin waren Toiletten, was zu essen. Gesellschaftsspiele, das gab es ja auch. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist groß und grün. Ja, das nennt sich Dino. Haben viele grüne Regenschirme? Und ein paar von denen sind schwarz. Boah. Jede Wette Blattmuster? Jede Wette? Aber hey, ihr habt's überstanden. Toll gemacht, Jungs und Mädchen. Ist auch alles Paletti. Dann gucken wir uns mal die Zäune an. Oh, ja, das ist genau das, was mir nicht gefällt. Weil die Zäune schnell kaputt gehen. Die Leistung baut hier ab. Gut. Dann gucken wir mal hier. Und einmal erneuern. Und Dr. Huchen hat was für uns. Nichts. Rein gar nichts. So, 10.000 haben wir jetzt bekommen. 250. Ich könnte die Preise mal wieder erhöhen, wenn das die Möglichkeit wieder erlaubt. Sollte ich das? Sollte ich die Preise wieder erhöhen? Ich weiß nicht. Könnte ich machen. Zu Ostern vielleicht mal niedriger stellen? Nachricht des Parkverwalters. Nee. Ich weiß ja nicht mal, wann hier Ostern ist. Das ist immer weg. Dann haben wir hier noch Überreste. Oh, Opalhaufen. Naja, wir können da sowieso keine DNA draus gewinnen. Und jetzt, los geht's.
toll, jetzt juckt's. Wer meldet sich da schon wieder? Ja, das habe ich schon gesehen. Haben Sie bemerkt, dass die Besucher in Scharen gehen, weil sie nicht... Die gehen und haben ja die Dinos gesehen. Die Sache ist nur die, die sind mit den Schrecken davongekommen, weil hier ein Sturm war. Meine Fresse, Mädel. Gib mir mal neue, aktuelle Nachrichten, wann der nächste Tornado hier unterwegs ist. Ich meine, hallo? Es sind zwei Typen hier gestorben. Und ein Dino. Mann! Also echt, ey. Manchmal könnte ich echt reiern, wenn ich daran denke. So. Wisst ihr was? Ich könnte mal ein bisschen rumbasteln, rumbauen. Also den Park jetzt schließen für diesen einen Moment? Nee. Sollte ich besser nicht tun. Also schläft. Okay. Kann er pennen. Ach, warum klicke ich immer drauf, wenn da sowieso nichts ist? Kein Schimmer. Kein Schimmer. Okay, machen wir es mal so. Einmal hier und... Ja, machen wir es so. Somit können die Besucher endlich mal dieses Urvieh genauer begutachten und beobachten. Und genau neben der Fressstation. So, untersuchen wir nochmal, was... Oh nö, das kostet mich schon wieder so viel. Wo noch? Nichts mehr. Der Zustand ist okay. Aber das ist immer das Problem. Ja. Nachricht von Dr. Grant. Dinosaurier. Gut, dann können wir endlich mal beschleunigt das Dinosaurierwachstum in der Brutstation. Machen wir das mal. Wir impfen die Eier später mal. Das sieht ja auch ein bisschen komisch an. Wir impfen die Eier später. So, was haben wir hier? Ja, okay. Gewinnen wir mal was daraus. Und bauen mal hier was ab. Gut. So. Somit können wir nochmal einen Weg hier bauen. Und ja, sieht ein bisschen anders, oder sagen wir mal komisch aus, aber genau so habe ich es mir irgendwie vorgestellt und nicht anders. Das sieht so kacke aus. Naja. Gut, was haben wir jetzt? Eine beruhigende Stelle, wo sich die Leute erholen können. Gut, hierhin. Fertig. Sollten wir noch eins bauen? Nee. Danke. Was könnte ich denn hier bauen? Ich weiß es nicht. Also ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Entweder ich nehme diese Station hier raus und stelle sie hier hin. Müsste ich mal gucken, ob das so platzmäßig auch hinhaut. Haut sogar hin. Gut, nehme ich die anderen mal raus. Ja, da kriege ich wenn schon die Hälfte zurück. Das ist auch blöd. Okay, ist auch nicht so schlimm. Vielleicht sollte ich nochmal einen Souvenirstand aufmachen. Wäre vielleicht nicht verkehrt. Könnten wir hier noch was dran machen? Mal gucken. Hm. 3000 kostet das Teil. Sollte ich das da jetzt hinpflanzen oder eher nicht? Ich war ja darauf, nochmal einen Souvenirstand zu kaufen. Ach nee, lassen wir es erstmal mit Souvenirstand und auch mit den anderen Scheiß.
Gucken wir erstmal, was die anderen wollen. So, erstmal das gewinnen, dann gewinnen wir was daraus und fertig. Schön, sie zu sehen. Und wir haben 3 von denen, 2 von denen. Was ist überhaupt mit meinem Brachiosaurus? Ich will immer noch einen Brachiosaurus haben. Willkommen. Okay, Karma, Ankylo. Wie, kein Brachiosaurus mehr? Oh. Also echt mal, das enttäuscht mich auch ein bisschen. Ich wollte einen Brachiosaurus haben und jetzt haben die hier keinen Brachio. Naja, muss ich erst mal warten. Wie sieht das mit unserem Zaun aus? Reparieren wir mal. Und sonst ist hier nichts mehr. Naja, solange die Leute hier auch zahlen, ist alles okay. Ich finde es okay, dass... naja. Nö. Ich sagte nö. Gucken wir mal hier, was haben wir da? Gold. Geiles Ding. Gold. Super. Wir kriegen 22.000. Brauchen wir nicht zum Meckern. Ist alles okay. Wir haben alles Guti. Alles Tutti. Oh, scheiße. So, kontrollieren wir mal die Zäune. Ist alles okay? Ja, ja, wir müssen immer drauf achten wegen unserer Dinos und Zäune. Und hast du nicht gesehen. So, was machen wir hier? Wow, Dino, du aggressives Vieh, du. Yay, das finden sie so geil, wenn ein Tier gejagt wird. Ja, hier sind... Nachricht von Dr. Wu. Das ist eine Ziege. Wow. Alter, kontrolliere nicht die Zäune. So, dann mal hier. Okay, das ist auch ganz gut. Was? Nein! Ach, verdammt. Ja, guten Hunger, Alter. Guten Hunger. Lager haben wir nichts. Bam, 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 bam. Wir machen ja, Forschungsstation mal wieder. Dinosaurier-Sicherheit. Erhöhen wir die Zäune? Nein, noch nicht. Stellt bessere Batterie für Hubschrauber bereit, durch die in der Luft bleiben können. Ich glaube, das können wir mal gleich nehmen. Nehmen wir das oder für die Dinosaurier? Ach, impfen wir erstmal die Eier. Dann nehmen wir das andere und dann ist alles gut. Was sollen wir jetzt tun? Ach ja, die Kinderchen freuen sich da. Das ist ja super. Die Kinderchen freuen sich. Endlich können Sie mal ein Dino hier in Action sehen. Oh, volle Kanne Action, geil, ey. Was ein Dreck. Oh Mann, sieht man sich das alles hier an. Sieht man sich das alles hier an. Die Menschen sind hier scheiße glücklich. Sie sehen Dinos, sie sehen Action, sie sehen Fleisch und Blut und hast du nicht gesehen. Weißt du was, Alberto, du kriegst ab heute Kühe, weil alles so gut läuft. Jetzt eins rausholen. Da siehst du, hast du eine Kuh. Hast du Kuh. Hast du lecker Kuh. Mhm. Eine Milchkuh. Eine Eine nette Milchkuh. Und ab morgen... zum Frühstück Hamburgers. Alter, was ist mit denen schon wieder los? Was jammern die denn hier rum, hä? Was gibt's denn? Was siehst du? Was hast du? Nee, zurück. Sie sollten entweder gegen die Menschen machen. Sie sollten was etwa. Ja, gegen die Menschenmassen hier unternehmen. Hallo? Was soll ich denn überhaupt machen nach deiner Meinung? Park schließen?
Hä? Aber weißt du was, ich kann ja auch gleich hier die Tore öffnen und Alberto sowas sagen. Du hör mal, versnackt jetzt mal ein paar Menschen. Es sind zu viele. Nachricht von Dr. Grant. Ja? Dann hatte Albertosaurus irgendwas Leckeres zu Frühstück. Ein paar Menschen, weil es zu viele sind. Ja, wozu? Wir brauchen nicht so viele Menschen. Es gibt so viele Menschen auf dieser beschissenen kleinen Welt. Öffnen wir mal die Tore für die ganzen Fleischfresser und dann ist alles gut. Oh ja, dann werden alle gefressen. Und dann ist nur noch Platz für dich. Dann kannst du alle Dinos sehen. Nachricht von Dr. Wu. Oh, hör mal sich das einer an. Vielleicht soll ich mal wieder einen Alarm auslösen. Nachricht